im Laufe der letzten 50, 60, 70 Jahre. Frag doch mal deine Großeltern oder wenn du das Glück hast, noch Uroma oder Uropa und erzähl denen mal was von Laktoseintoleranz oder Glutenunverträglichkeit oder Zöliakie. Die würden Kannte dich man nicht. genau, ja, die würden dich mit großen Augen anschauen. Felix, dieses Klebereiweiß, das ist das Gluten, ne? Das ist nur ein anderer Begriff. Genau. Klebereiweiß habe ich jetzt das Gluten mit gemeint. Das Gluten ist ja ein Lektin, was ja aus Gliadinin und Glutenin besteht. Und die arbeiten, das ist jetzt vielleicht noch das Viele Interessante. klagen ja auch über oder meinen, dass es das Gluten ist, weil sie sich, wenn sie das Brot, die Nudeln, wie auch immer gegessen haben, unter Kopfschmerzen, Migräne leiden, ja, sich aufgebläht fühlen, also so ein allgemeines, schweres, energieloses. Das heißt, du hast immer einen schleichenden Energieverlust darüber. Und dass dieser Prozess schon beginnt oder dass das bei dir stärker zum Tragen kommt als vielleicht bei manch einem anderen, der das eher verkraftet und dann vielleicht mit 70 leider seinen Herzinfarkt bekommt, weil er es übertrieben hat mit der falschen Ernährung und zu viel Hefe-Weißbrot gegessen. Aber auch viele, die dann sagen, eigentlich war das bei mir diagnostiziert, die Glutensensibilität, aber diese alten Sorten vertrage ich. Das heißt, diese ganzen äußeren ja, Erscheinungen wie unreines Hautbild oder Übelkeit oder Durchfall, das ist halt nicht mehr vorhanden. Urkorngetreide zum Brot verarbeiten, dann davon noch die Sp oder daraus auch noch Sprossen ziehen, ist ja Energie pur. Ja, das sind wirklich kleine ja, Kraftwerke, könnte man sagen. Ja, wirklich kleine Kraftkörner, Kraftpakete. Ich habe das Beispiel mit dem Toast jetzt genannt, weil wir zum Beispiel auch einen Toast mit ins Angebot gemacht haben aus Khorasan-Urweizen. Und da habe ich dann auch immer wieder die Erfahrung, dass Kunden bei uns berichten und sich zurückmelden, anstatt meiner 4, 5 Scheiben brauche ich 1, 2 Scheiben von dem Toastbrot und ich bin satt. Aber wenn es dann mit diesem Urgetreide eine Möglichkeit gibt, diesen Suchtfaktor auszulisten oder überlisten, nicht auszulisten, sondern zu überlisten, dann ist das ja eine motivierende, ja, Variante, da den ersten Schritt zu machen. Das ist sozusagen eine relativ einfache Hilfe. Was eben tatsächlich nicht so hochgezüchtet ist, zu mir nehmen. Wahrscheinlich gar nicht, ne? Das ist tatsächlich schwierig. Wenn nicht, das ist auch ein Grund, warum wir dieses Urkorn-Projekt hier gestartet haben im Waldviertel als solches. Ich wäre im Leben eigentlich nicht darauf gekommen, so verrückt zu sein und jetzt noch einen Getreidehandel aufzumachen und anzubieten, wenn ich nicht gemerkt hätte, da ist eine Lücke.